Prost. Prost. Auf das, dass er gut erfunden ist. Ja, genau. Hallo, da ist der Wirtschaftsverbund Rosenheim mit einer neuen Ausgabe von Unternehmen aus der Region. Wir sind heute beim Martin Klampfleitner aus Aschau. Grüß dich, Martin. Servus, grüß dich. Martin, du hast eine Hafnerei. Viele werden gar nicht wissen, was das ist. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Meine Hafnerei, das ist eigentlich der alte Begriff für Kachelofenbauer, weil der früher die Keramik hergestellt hat. Also die Ofenkacheln und das ganze Gebrauchsgeschirr. Und der Hafner hat auch die Öfen gebaut, weil das war sonst keiner da. Und in Österreich heißt das nach wie vor, ist das der Hafner. Auch in Bayern noch, aber der offizielle Name ist Kachelofen- und Luftheizungsbauer. Das heißt, du bist hier im Chiemgau unterwegs und versorgst die Leute mit wunderschönen Kachelöfen? Ja, also ich bin hauptsächlich in Chiemgau, Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Landkreis Traunstein unterwegs. Ja. Und ich baue halt Öfen, also von den modernen Heizkamine, wo man aus Feuer sieht, bis zu traditionellen Grundöfen oder auch Brotbacköfen oder wie jetzt momentan gerade einen Grillkamin, den man auch als Backofen nutzen kann. Weil die Tradition einfach, also die Leute einfach mehr wieder aufs Traditionelle zurückgehen und selber wieder Brot backen möchten. Das heißt, sie nutzen es gar nicht zum Heizen, sondern jetzt zunehmend auch als Ersatz für den eigenen Herd. Ja, und gut, es ist auch so, dass man da die Zwischenplatten raus tun kann und man kann den als Grillkamin auch hernehmen. Okay. Und, aber dann der Herd ist nach wie vor immer nur eine Sache, wo man relativ viel baut, auch aus anschließenden Kachelofen dort das Durchheizen. Da man die ganze Wohnung heizt, es gibt auch Herde, da wo man in die Heizung mit einspeisen kann. Okay. Warmwasser. Okay. Also das heißt, ich habe heute die Möglichkeit, so einen Ofen eigentlich wesentlich vielfältiger zu verwenden, als es früher der Fall war. Ja, freilich, weil sich die Technik einfach geändert hat. Mhm. Es gibt auch mittlerweile Heizkamine, die eine elektronische Abbrandsteuerung drin haben, die wo man einmal anzünden, dann brennt der durch und man braucht sich um nichts mehr kümmern. Man hat eine schöne große Sichtscheibe und sieht das Feuer und es wird abgestimmt, da das aufs Haus, auf die Heizsituation passt. Also liebe Chiemgauer, falls ihr einen Kachelofen sucht, entweder zum Heizen oder zum Brotbacken oder zum Grillen, dann meldet euch hier bei Martin. Martin, wie erreichen wir denn dich am besten? Naja, am besten ist telefonisch. Die Telefonnummer ist unter Aschau im Chiemgau. Das ist 08052 2393. Ich bin zwar meistens auf der Baustelle, also scheut euch nicht davor, auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Okay, alles klar. Ansonsten Internetseite, E-Mail-Adresse blenden wir alles noch ein. Ich bedanke mich, Martin, und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön. Macht's gut, tschüss. Vielen Dank.